Ron und Hermine machen Zauberübungen und heben Federn hoch. Hermine kann die Feder 35 Fuß hochheben und es ist fünfmal so hoch wie Ron. Wie hoch kann Ron eine Feder mit Zauberei hochheben? Also, Hermine macht 35 Fuß und es ist fünfmal so viel wie Ron. Wenn wir wissen wollen, wie viel Ron macht, nehmen wir das von Hermine und teilen es einfach durch 5. Was ist also 35 geteilt durch 5? Nun, wir wissen, 5 mal 7 ist 35, also ist 35 durch 5, 7. Also Ron kann es jetzt 7 Fuß hochheben. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ja, ist richtig. Wenn du jetzt Probleme hast, schaust du dir jetzt die Hinweise an. Also Hermine hebt 35 Fuß hoch und es ist 5 mal so hoch wie Ron. Und Fragezeichen ist also Ron und das Ganze mal 5. Also wenn wir 35 in 5 Teile teilen, dann kriegen wir das Fragezeichen raus. Also 5 mal Fragezeichen ist 35. 35 durch 5 ist gleich Fragezeichen, also 7. Und das ist dann wirklich 7. 7 mal 5 ist 35.